Ja, die All Electric Society ist ja die technische Vision, das technische Zielbild einer sich nachhaltig entwickelnden Welt, die CO2-neutral ist und deren komplette Energieversorgung auf der Basis von regenerativ erzeugter Elektrizität erfolgt. Diese regenerative Elektrizität wird dazu in ausreichendem Maße vorhanden sein in Zukunft und auch wirtschaftlich zur Verfügung stehen und ist damit auch die Basis für grünen Wasserstoff und darauf aufbauende synthetische Kohlenwasserstoffe. Und die Idee der All Electric Society ist, dass eben in allen Sektoren diese Energie quasi als neue Hauptenergieform, als neue Primärenergie Anwendung findet. Entweder direkt als elektrische Energie in der Endanwendung oder eben als auf Wasserstoff basierende Kraftstoffe in der Endanwendung. Damit das möglich ist, müssen wir alle Sektoren unserer Wirtschaft und Gesellschaft, also den Energiesektor, den Gebäudesektor, den Industriesektor, Verkehr, Infrastruktur, sowohl energietechnisch miteinander vernetzen, aber vor allen Dingen datentechnisch miteinander vernetzen. Wir müssen die Energieströme sinnvoll und klug steuern, um Energieeffizienz zu gewinnen. Dann ist diese Vision der All Electric Society auch umsetzbar. Und dann erleben wir eben eine Transformation oder machen eine Transformation möglich zu einer klimaneutralen und trotzdem prosperierenden Gesellschaft und Wirtschaft. Normung ist absolut essentiell, um diese Idee umzusetzen, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, weil es muss uns natürlich gelingen, dass die unterschiedlichen Sektoren ja miteinander interoperieren können, interoperabel sind, wie man so schön sagt. Und das braucht Standard, das braucht eine sinnvolle Architektur für die Kommunikation über alle Sektoren hinweg, für die datentechnische Vernetzung, aber auch für die energetische Vernetzung über die Sektoren hinweg. Und es braucht vor allen Dingen einheitliche Datenmodelle. Ja, die Sprache, die technische Sprache in den einzelnen Bereichen, die muss auch in anderen Bereichen verstanden werden. Oder man braucht sinnvolle Übersetzer. Und damit das zu erreichen, brauchen wir Normung. Geschwindigkeit können wir wirklich nur erlangen, indem wir effizienter werden, indem wir auch effektiver werden, also die Dinge wirklich machen, die jetzt erstmal dringend getan werden müssen, in der richtigen Reihenfolge. Wir müssen uns dazu abstimmen, wir müssen miteinander kommunizieren, wir müssen die unterschiedlichen Bereiche auch auf der menschlichen Ebene zusammenbringen, nicht nur technisch, um möglichst schnell einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, den wir dann auch in der Standardisierung sinnvoll umsetzen können, dass wir wirklich die Dinge dann auch anpacken, die dringend getan werden müssen. Ja, und wir müssen natürlich die Prozesse der Standardisierung auch effektiver und effizienter gestalten. Das heißt, wir müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung noch viel mehr nutzen, die da sind, für die eigenen Prozesse, aber auch für das Produktstandard. Denn auch unsere Nutzer und die Anwender der Standards müssen ja schneller werden in der Anwendung der Standards. Und dazu brauchen sie digitale, smarte Standards, die dann direkt in ihre Wertschöpfungsketten einfließen, die direkt in ihre Entwicklungsprozesse einfließen können, die maschinenlesbar sind und technisch direkt umgesetzt werden können. Ganz wichtige Voraussetzung. Am Ende braucht es immer einen Konsens, aber wir können viel dafür tun, dass dieser Konsens in Zukunft schneller gefunden wird und entsteht. Und wir müssen vor allen Dingen raus aus diesem Silo-Denken, wo jeder nur seinen eigenen Bereich sieht und seinen eigenen Sektor sieht und immer denkt, all das, was die anderen machen, das kann mir ja gar nicht helfen, obwohl wir vielfach gar nicht wissen, was die anderen machen. Das ist auch ein ganz großes Thema. Das Rad wird oft zwei- oder dreimal erfunden, weil man nicht hinschaut oder weil man auch die Informationen nicht bekommt aus anderen Bereichen oder weil man eben dieses Not-Invented-Here-Syndrom hat. Und das müssen wir überwinden. Das kann nur auf zwischenmenschlicher Ebene passieren. Und auch da kommt der Normungsorganisation als neutrale Plattform, als Moderationsplattform eine ganz, ganz wichtige Rolle zu.